ziehst du mir bitte ein bisschen den Fuß? Hey! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Lukas und ich sind hier heute beim Gewitter im Kopf. Wir sind heute hier beim Dinner von Gewitter im Kopf und ich heiße, dass ich bei Wenn ich du wäre, habe ich dich ja mal für 1 Euro auf eBay ersteigert. Das ist schon was länger her. Kann mich nicht mehr erinnern. Das haben wir aber nicht vergessen. Dich selber für 1 Euro da einstellen, dass du einen Tag lang Sklave von jemandem bist und das sofort jetzt in der Folge noch posten. Nein. Ich würde sagen, heute ist der perfekte Tag, dass du heute quasi mein Leibeigener bist. Das Ding ist, guck mal, suchst du wieder so einen Tag aus, wo er mich richtig blamieren kann. Genau, deshalb sind wir hier. Aaron, was war mit deinem Schuh? Der ist irgendwie dreckig. Lukas, Aaron wünscht sich, dass dein Schuh gesäubert wird. Kann ja neu kaufen. Nee, Lukas, würdest du bitte den Schuh Ich hab ja gar nichts. Auf ein T-Shirt. Nur auf ein T-Shirt, kurz ein bisschen Spucke. Nee. So, nee, dann mach ich's auf dein Bein. Lukas, bitte. Aaron, Lukas, bitte machst du Aaron den Schuh sauber. Danke, Lukas. Immer gerne. Weißt du. Wird auf jeden Fall ein guter Tag. Du hast eine eigene Garderobe, Lukas. Ab ja. Ist das meine. Hey, warum? Das hat nichts mit dir zu tun. Moment, meine Garderobe. Schau mir erstmal deinen Raum an und dann gucke ich in meinen. Und wer die beste hat, gut, dann habe ich beide. Ja, wird ein lustiger Tag. Wir lassen das Ganze ein bisschen flowen. Wir machen jetzt erstmal hier Probe, ganz entspannt. Aber es nicht, gibt sicherlich das eine oder wenn andere. Wenn wir live sind, nicht dann auf der Bühne. Nein, da wird nichts passieren. Nein, ohne Scheiß. Also ein kleines bisschen vielleicht. Ich werde das mal kurz anschneiden, dass es da noch die eine oder andere Challenge gibt momentan. Aber das machen wir ganz low-key. Perfekt, Leute. Wir machen Probe und sehen uns gleich wieder. Es wird ein geiler Tag. Geil. Lukas. Scheiß mal auf Aaron. Als mein Leibeigener musstest du dich ja vielleicht noch kurz den Eltern von Tim und Jan vorstellen. Hab ich gerade schon. Ich weiß, aber wäre nochmal gut, dass du vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagst. Hallo, ich bin der Milf Hunter. Ganz kurz dich mal kurz vorstellen. Ich hab dich gerade kennengelernt. Denkt jetzt auch, netter Typ so, jetzt kann ich nicht. Ich bin der Milfhunter. Ich hab eben vergessen, ich bin by the way übelster Milfhunter. Nein! Doch! Nein! Ja, ist er, ja, ist er! Bisschen vorsichtig sein, ne? Nein. Ja, du. Jetzt mal Ernsthaftigkeit, der Lukas, wird jetzt gearbeitet. Lukas, es wäre glaube ich nicht verkehrt, wenn ich mal kurz verbeugt. Ich sitze ja hier. Ne, also als. Noch 2-3 Mal. Danke. Und nochmal. Danke. Geil. Hey, das muss man sich immer überlegen. Für 1 Euro habe ich das bekommen. Ist mir auch egal, ob ich da 10 Euro mehr bezahle. Geh kurz in den Backstage und hol mir eine Cola. Ein Wasser. Machst du gleich kurz die Tür? Lukas, machst du mir die Tür zu? Mach die Tür zu. Danke, Lukas. Die Show läuft gerade, Lukas. Ich würde gerne eine kurze Massage haben. Eine richtig zärtliche. Nicht zu fest, nicht zu leicht. Kein Problem. Ja, nicht so ruppig. Tut mir leid, Sir. Nee, schon ein bisschen kräftiger, aber du pitchst dabei, so das ist angenehm. Du musst dir schon ein bisschen Mühe geben. Würdest du mir vielleicht ein paar Komplimente über meinen gestellten Bizeps selber machen? Meinst du die Lauchdinger hier oder was? Bitte? Sorry, ich meine die muskulösen Arme. Oh, krank, ey, die fühlen sich echt massiv an. Da knistert! Würdest du Marvin ein bisschen den Kopf kraulen? Und los geht's! Klar, kann ich ja? Machen. Oder? Ja, warum nicht? Ja, korrekt. Ist kein Problem. Ja. Kannst du auch die Ohrläppchen, das ist eine erogene Zone. Nee, leider nicht. Bitte machst du die Ohrläppchen wieder auf? Ja, gar kein Thema. Tims Mama guckt ganz verstört, die weiß gar nicht, was gar kann ich bitte aufhören? Lukas, du bist doch eigentlich auch jemand, der Frauen sehr ehrt, oder? Ja. Würdest du gleich kurz deiner Freundin, also als Butler, also auf die Knie vor ihr gehen und ihr sagen, wie toll ich sie finde? Dass du das vielleicht kurz für mich übernimmst? Nee, fuck mich nicht ab. Übernimmst du das kurz? Das wäre super, danke. Ich glaub's ja gar nicht, unglaublich toll. Mein Mutter ist super. Das ist so ein hübscher, ein toller Typ. Wollte ich dir nur einfach mal sagen. Ich will dir mal später mal schreiben oder so, wenn du willst. Lukas! Ja? Es ist ja nicht so, dass wir nur heute Mütter zu Gast haben. Nein, wir haben auch Influencer-Kollegen. Es gibt keinen, der besser Käfer kochen kann oder schminken. Also freue ich mich sehr, dass er da ist. Revi! Und Auftritt Revi! Cringe-Faktor. Komm doch mal rein, wenn du kein Schneider bist. Lukas, wäre es nicht angebracht, dass du dich ein paar Mal verbeugst? Natürlich. 10 Mal. Danke, Lukas. Ja, schön, dass du hier bist. Oh, Lukas! Hey! Oh mein Gott! Ach so, das geht. Verbeug dich! Ich
Lukas, kommst du bitte mit in den Backstage-Bereich? Ein Butler trägt ja stets seine Handschuhe, Lukas. Ein Butler hat doch immer Handschuhe an, so weiße, aber hier sind nur schwarze. Oh, passen deine Hände nicht? Was? Lukas, würdest du mich vielleicht bis rüber tragen? Das wäre super angenehm. Kein Problem. Ich gehe nicht mehr mit in die Studios. Das ist schwer. Einmal hier rüber. Möchtest du das für mich vorkosten? Nein? Wie vorkosten? Was magst du denn gar nicht? Würdest du vielleicht dieses Brötchen für mich kurz einfach essen? Welches? Das hier. Kannst du bitte eins mit Schinken? Nein, das. Du bist Vegetarier heute. Danke. Okay. Und machst du mir noch einen Kaffee, bitte? Ja. Nee, ich meine ihn. Er macht das schon. Deswegen bin ich ja da. Eigentlich ist es echt also, ganz angenehm für mich heute, der Dreh. Ja. Ja, den werde ich ja wohl sich selber tragen, oder? Real Talk, ich hasse Karotten. Muss ich das essen? Lukas, ich glaube, mir ist hier was daneben gelaufen. Wenn du das gleich kurz mit einer Serviette wegmachen würdest. Es ist so asozial, ich schwör's dir. Ihr wisst gar nicht, also so eine Live-Show, die ist ja auch wirklich stressig. Ne? Dann hat man hier 1500 Leute, eine große Produktion, Schminke, zweitklassiges Catering und. Ne? Das ist immer, das ist wirklich eine Menge Arbeit halt. Und da ist es ganz gut, so einen Entspannungspool, sag ich mal, zu haben. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klopf, klopf. So, danke dir. Hoffentlich fällt mir nicht nochmal was auf den Boden. Das will ich aber auch hoffen. Ziehst du mir bitte die Schuhe aus? Nein. Die werden schön entknotet. Junge, was sind das für Knoten? Machst du vielleicht einfach. Lukas, bitte, wär's nicht vielleicht verkehrt, wenn du die ein bisschen löst? Junge, dann zieh deine Schuhe selber aus! Lukas, bitte, die Schnürsenkel oben lösen. Ja. Ganz vorsichtig. Die sind teuer gewesen, die Schuhe. Das sind Nike Sakai, die sind limitiert. Joa, sorry, Sakai. Ja. Die Socken bitte auch. Nein, es ist Corona und ich werde nicht deine Füße sagen. Du hast doch Handschuhe an. Junge Revi. Du hast doch Handschuhe an. Zieh die Socken bitte aus. Ah, die sind geschwitzt. Ja, richtig. Zieh den Socken bitte aus. Du hast ihn aber schön abgerollt. Und jetzt massierst du mir bitte ein bisschen den Fuß. Massierst du mir bitte ein bisschen den Fuß, Lukas. Ich habe dich für 1 Euro auf eBay gekauft. Nur übertreib es nicht, ich schwör's dir. Ziehst du dich bitte dabei hin? Ich würde sagen, also ohne Handschuhe massieren. Nein. Doch. Leider Corona. Komm. Nicht kitzeln, ne? Schön zusammenrücken. Nicht kitzeln. Tut mir leid, ja. Senpai. Hast du schon mal eine Frau angefasst? Weil so wie sie sich gerade anfühlt, ist absolut falsch. Tatsächlich noch nie, ne? Ja, okay. Und wie fühlt sich das jetzt bis dato an? Sehr erniedrigend. Ja, hast du gerade Steifen? So halb. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ja. Oh, schau mal hier. Jetzt. Lukas, bitte, gib dir mal ein bisschen Mühe mit meinem Fuß. Aber immerhin gibt's jetzt. Lukas, ja. Bitte. Ey, nerv mich nicht. Hey, warum macht er das nicht mit seinem Mund? Warum macht er das nicht mit seinem Mund? Du hast recht. Ich finde, du solltest einmal ganz dicht dran riechen. Lukas, würdest du vielleicht mal ganz kurz die Nase nehmen? Schließlich bin ich ja dein. Digga, es geht um Butler sein. Ja, red doch mal, das macht ein guter Butler. Du musst dich aber auch damit auseinandersetzen. Boah, das ist eklig. Ey. Geht eigentlich, ne? Ja, warum gehst du nicht eigentlich zum Zaun und sagst zu denen, ich bin Lukas der Wald, wollte nicht lieber Bilder von mir? Da draußen sind schon ein paar Fans, das könnte witzig werden. Ja, das stimmt. Ja. Ey, Junge, es reicht. Nein, ich sag, wann es reicht. Mach bitte weiter. Nervt doch nicht. Oh, Digga, oh, das ist gut. Oh, das ist, oh, Junge. Mein Fuß hat scheinbar abgefärbt. Ja gut, das sind wahrscheinlich Hautschuppen. Wann hast du deshalb deine Füße gewaschen? Heute Morgen war ich duschen. Achso, Moment mal, stimmt ja gar nicht. Vorgestern. Lukas, nimmst du dir bitte einen Lappen und ein bisschen Seife und wäschst mir den Fuß, wenn wir gerade schon dabei sind. So, jetzt einmal sauber machen. Grüße gehen raus, wenn ich veranstalte hier in der Location. Dankeschön, Lukas. Danach kannst du wieder massieren, ja? Danach hätte ich gerne ein paar Trauben. Ziehst du bitte die Handschuhe aus und fütterst mich mit ein paar Trauben? Ich freue mich wieder auf einen Tag lang Ja sagen, Digga. Wo du dran bist. Du bist das nächste Mal wieder dran. Stell dich bitte neben mich und sing mir eine kleine Arie, eine Oper. Versuch mal so wie Neymar. Traube. Ja. Lassen die sich schmecken. Darf sonst noch etwas sein? Nicht so schnell, du Idiot. Was? Ich rüpel. Verzieh dich mal in dein Gemach. Ich entspanne mich hier noch ein bisschen, Lukas. Und dann gehen wir gleich mal draußen zu den Fans gucken. Ich hasse dich. Oh. Hier ist Sklave, Trinkgeld. Boah, zieh mir den Socken wieder an. Dafür immer gerne. Zieh mir den Socken wieder an. Bah, Junge, die ist verschwitzt. Klar. Ja, ich muss, nee, dann krempel die mal um. Ich muss jetzt da reingehen. Alter. Ein großer Junge. Ja. Dankeschön. So, es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es ja Wi-Fi-D. Ich freue mich gleich wirklich auf die Bühnenshow. Lukas, ganz kurz. Ich habe Hunger. Lukas, bitte fütter mich. Komm, langsam. Und wenn du mir das ins Gesicht schmierst, hau ich dir eine rein. Und dann wirst du auf der Bühne leiden. Du wirst auf der Bühne leiden, das weißt du, ne? Ich spuck dir ins Gesicht hier. Langsam. Warte, ich esse auch mit. Und hab. Mit einem großen Schlag gerade, ne? Das ist einfach nur fett. Ich glaube, Jan hätte gerne eine Nackenmassage, Lukas. Gib Jan mal eine Nackenmassage.
könntest mein Glas gleich nochmal nachfüllen. Oh ja, und das Glas vielleicht nochmal. Das glaube ich im Nachbarraum. Du verschüttest mir ein kleines bisschen Wasser auch in den Mund. Ja. Ich mach so und du hörst auf. Wenn du nicht aufhörst, zieh ich die Flasche über den Kopf. Ich sag's wie es ist. Digga, Remi, es ist nicht möglich. Super. Toller Wein, Jan, danke. So, und jetzt würde Jan gerne noch seine Rückenmassage bekommen, Lukas. Er macht das nicht gut, ne? Boah, ja. Ey, ganz, hat Lukas dich jemals massiert, Alina? Nein, ab. Echt? Und findest du, der macht das gut? Ja. Alter, der gibt dich dann hier gerade sau keine Mühe. Der kneift einfach. Hä, was? Das ist mega angenehm. Jan sieht nicht so aus, als wäre er gerade entspannt. Und wenn wir gleich bei der Maske waren, trägst du mich mal raus zu meinen Fans. Nein. Doch, du trägst mich auch hochgehoben raus zu meinen Fans. Du wiegst 100 Millionen Kilo, ich krieg das nicht hochgehoben. Safe, der ist leichter als du. Ja, ist ja nicht schwer. Aber ich krieg's nicht hin. Ja! So, mal raus, komm. Junge, es ist Ablasche. Komm, ey, sobald es rausgeht, okay? Nein. Hallo. Moin. Hallo. So, Lukas. Das ist halt einfach so unangenehm. Vorne zu denen. Setz mich bitte hier ab. Hallo. Können wir mit denen ein Fotos machen? Machen wir später. Danke. Okay, sehr gut. Ah, geil. Danke, Lukas. Und komm zurück. Oh, ich glaube, mein Rücken bricht. Ja. Lukas, tritt mit dir drauf, damit ich meine Hände nicht mehr sehen kann. Nochmal. 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 Danke. Hier gibt es einen Trapper. Lukas? Komm, wir gehen raus. Könntest du vielleicht auf die Knie gehen, wenn ich das esse? Gehst du bitte auf die Knie, wenn Junge, ich das esse? Ey, ich schwöre es dir, nervt mich nicht. Nudelchen? Ich will nicht. Hm? Ich will nicht. Lukas? Ja? Würdest du vielleicht runtergehen und mir die Nudeln so hochhalten? Ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Perfekte Höhe. Ich hab fertig, räum das weg. Und zurück in den Backstage. Ich bin wohl zu breit. Okay, Leute, Rebi hat es gerade nochmal hingelegt vor der Show und wollte nochmal kurz pennen. Auf jeden Fall, wir wecken den jetzt mal, weil ich bin ein vorbildlicher Butler und muss fragen, ob er noch was braucht. Wollte ich gar nicht wecken oder so, aber ich bin ein vorbildlicher Butler und wollte einfach fragen, ob ich dir noch was Gutes tun kann. Ja, du kannst kurz 10 Liegestütze machen. Hm, das ging wohl nach hinten los. Raus hier. Ich hab Arschwasser. Aha! Halt mal bitte meinen Kaffee, der ist sauber. Du hast Durst! Mann! Ja. Alter, aua! Au! Ja. Ich hab dich verbrannt, du Affe! Hör Alter, auf! Voll, hör Feuer. Auf, Junge! Halt meinen Kaffee mal bitte ganz kurz. Nein, halt den Kaffee, du halt, ey! Jetzt ist mach deinen Job! Gut, hol dir den Kaffee an! Nein! Perfekt, ich nehme ihn wieder. Ich würde sagen, an der Stelle sind wir dann auch durch mit diesem wunderbaren. Meine ganze
Brust ist noch voller Kacke. Das war's mit diesem wunderschönen Video, Leute. Ich bin an der Stelle raus. Macht aber gute Bräune, oder? Mach schon mal Selbstbräuner. Schalat, diese Protex-Selbstbräuner. Schaut auf jeden Fall gerne bei den Jungs vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es das nochmal geben sollte, bin ich gerne wieder dabei. Und dabei verlinken wir, glaube ich, nicht, oder? Perfekt, das war's mit dem Video. Haut rein. Tschüss.